Es geht jetzt darum, wie kann ich auf eine Zylinderoberfläche was draufzeichnen. Ich habe mal angefangen, habe einen Zylinder, habe hier eine Helix drauf gemacht, die entsprechenden Radius hat. Die darf jetzt nicht über die Kante drüber rausgehen. Das ist momentan eine Einschränkung. So, das Erste, was ich mache, ich versuche dieses Objekt abzuwickeln. Das heißt, ich erzeuge mir von dem Zylinder eine Abbildung auf die Fläche. Oh, falsch ausgewählt. Vom Zylinder die Abbildung auf die Fläche. Das nächste ist dann, ich nehme mir die Helix her und mit dieser Abbildung wird das Objekt aus 3D auf 2D abgebildet. Das ist jetzt hier diese gerade Linie. Eine Helix ist bei der Abbildung eine gerade. Dann sage ich, ich möchte davon jetzt einfach ein Offset haben. Gehe also in Part, benutze Part 2D Offset, damit man was sieht hier. Sagen wir 20 mm ist ganz gut. Okay, damit habe ich den Offset und nächste, der Offset wird mit der Map wieder zurückgeschafft auf 3D, 2D auf 3D. Jetzt ist er da. Jetzt sehen wir den hier. Ich schalte die Map mal aus, schalte den Zylinder mal aus, dann sehen wir die Map von diesem Offset und wir gehen auf die andere Darstellung, entgegengesetzte Fläche und da ist es da. Das andere können wir jetzt alles ausblenden. Hier der Zylinder nochmal im Ursprung. So, das geht jetzt natürlich auch mit dem Sketch. Wir haben jetzt hier ein Sketch. Ich schalte die Map dazu mal ein. Also hier ein Sketch. Na. Ach so, bin doch jetzt im Sketch drin. Hier muss ich editieren. Okay, dann gibt es zu dem Sketch einen Offset dazu. Haben wir hier und wir können diesen Offset mit der Map jetzt auch nach oben bringen. Und da ist die zweite Fläche auch dabei.